Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zu einem neuen Teil der Serie Computerarchitektur. Ja, wir haben letztes Mal und vorletztes Mal besprochen, also in der ersten Folge haben wir besprochen, wie wir Gatter oder was Gatter überhaupt sind, also End, Or und so weiter. In der zweiten Folge haben wir dann uns einen Half-Adder und einen Full-Adder angeschaut, also praktisch Addierer, und heute wollen wir das mal ein bisschen zusammenfügen, weil in der Realität, also in CPUs, ist es dann so, also ist es dann nicht so, als dass man einfach ein AND-Gate verwendet, einfach mal so reinklatscht irgendwo, oder dass man hier einfach so einen Adder oder einen Subtractor reingibt, sondern man managt das Ganze mit sogenannten ALUs oder ALUs. Das heißt Arithmetic Logic Unit oder auf Deutsch arithmetisch-logische Einheit. Und das sagt der Name eigentlich schon fast, was das ist. Arithmetik ist praktisch jede Rechenoperation, also plus, minus, mal, durch und so weiter. Und Logik sind einfach die logischen Gatter. Ich versuche das gerade ein bisschen zu erklären. Dieses AND, OR, XOR und so weiter, das sind alles logische Gatter, beziehungsweise auch die Left- und Right-Shifts, was wir dann nachher gleich kennenlernen. Ja, ich habe hier eine ALU, ich war ehrlich gesagt zu faul, selber eine zu machen jetzt in Logisim, weil es doch relativ aufwendig ist. Ich habe schon grundsätzlich in echt ALUs schon gemacht, oder eigentlich eine ALU gemacht auf meinem Breadboard. Ich habe auch, also wir haben das auch grundsätzlich theoretisch in der Schule gelernt, wie das Ganze funktioniert. Aber ich war hier eben zu faul, das selbst zu machen, deswegen habe ich mir aus dem Internet, da gibt es einen Computer, eine CPU herunterzuladen, und da ist eben diese ALU drin, die habe ich mir einfach runtergeladen und die werde ich euch jetzt ein bisschen zeigen. Ja, mal grundsätzlich zu den Funktionen, es ist eine 16-Bit-ALU, das heißt wir haben hier jeweils 16-Bit Eingänge und einen 16-Bit-Ausgang. Hier sehen wir eben A und B und das Result. Wir haben hier ein Carry-Bit für den Überlauf, also wenn wir jetzt zum Beispiel die größte Zahl plus die größte Zahl rechnen, bekommen wir einen Überlauf. Ja, dann gibt es hier noch einen anderen Eingang, der heißt ALU-OP. Das sind einfach 4-Bit, die dann sagen praktisch, welche Operation der ALU wir haben möchten. Also zum Beispiel wäre es 0 addieren, 1 wäre subtrahieren, 2 wäre multiplizieren, 3 wäre dividieren und so weiter. Das hat 16 Operationen, diese ALU. Dann haben wir hier ein Zero-Bit, das dient, wie der Name eigentlich schon sagt, dazu, dass man weiß, dass gerade nichts aus der ALU rauskommt. Das heißt, wenn wir jetzt hier das aktivieren, dann kommt 0 raus. Also dann ist Zero praktisch aus. Wenn wir das hier also wieder ausmachen, dann haben wir hier 0000 als Ausgang und deswegen ist das Zero-Bit an. Das ist einfach alle Ausgänge, die wir haben können, in ein OR-Gate rein und dann negiert. Ja, dann haben wir noch das Negative-Bit, zu dem komme ich später noch. Und ja, diese MUX hier sind eigentlich nichts anderes als Serialisierer. Also wir haben hier parallele Kabel mehr oder weniger. Die gehen hier alle in den Multiplexer, heißt das ausgeschrieben, in den Multiplexer rein und bilden praktisch eine serielle Linie. Also wir haben hier dann 16 Bits in Serie statt 16 Bits parallel. Ja, das wird hier oben eben auch gemacht beim Carry-Bit. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch generell zur Funktionsweise zu sagen habe. Ja, also werde ich mal die ganzen Operationen aufzählen, was das Ding kann. Also es kann mal addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Fast logisch eigentlich, das sind die ersten vier. Dann kann es Remainder, das ist der Modulo praktisch. Also der Modulo-Operator ist so ein Prozentzeichen in fast jeder Programmiersprache, ich denke sogar in jeder. Und das rechnet einfach die eine Zahl durch die andere Zahl und es kommt der Rest hinaus. Das heißt, wenn wir jetzt, was rechnen wir? Wenn wir jetzt zum Beispiel 2 durch 2 rechnen, kommt das Ergebnis 1 raus, das ist uns aber wurscht, wir wollen den Rest haben. Das heißt, 2 durch 2 ergibt der Rest 0 und passt. 2 durch 3 würde 1 ergeben und als Rest 1. Ja, also es kommt einfach immer der Rest raus.
dann eben und oder XOR, NAND, NOR, NOT und dann gibt es zwei Arten von Shift. Es gibt den Logical Shift und den Arithmetical Shift. Ein Bit Shift ist einfach, wenn wir uns das hier vorstellen, ich nehme jetzt hier mal eine 8-Bit-Sequenz, einfach mal irgendwas so. So. Wenn wir da jetzt einen Bitshift nach rechts anwenden, dann würde das so aussehen. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Das heißt, es wird praktisch tatsächlich jedes Bit einfach um 1 nach rechts verschoben. Das sehen wir hier, dieses Bit wird hierhin verschoben, dieses Bit wird hierhin verschoben, dieses Bit wird hierhin verschoben, das da, das da, das da und das kommt einfach nirgends hin. Also das rechte Bit hier wird abgeschnitten, dieser 1er. Links kommt einfach eine 0 dazu. Ja, das Ganze funktioniert rechts ganz genauso. Es wird dann halt rechts abgeschnitten. Diese 0 würde abgeschnitten werden und dieser hier würde eine 0 eingefügt werden. Das ist eben der Logical Shift. Dann gibt es noch den Arithmetical Shift. Das ist was anderes. Wenn wir uns wieder diese Zeichenfolge hier, nehmen, also diese Bitfolge, und wir machen hier einen Arithmetical Shift, eins nach was nehme ich am besten? Na, dann nehme ich am besten eine andere Zeichenfolge. Eine 1. Nehmen wir hier. Ich sollte vielleicht. Okay. Dass es etwas unorganisiert ist. Gut. Kurz weg von dem und hin zu dem. Es gibt sogenannte signed und unsigned Integers. Oder generell Zahlen. Also alle Datentypen eigentlich. Die unterscheiden sich dadurch, dass. Wenn wir jetzt hier 16 Bit haben, diese 16 Bit, dann, und es ist ein unsigned, eine unsigned Zahl, in diesem Fall eine unsigned Short, dann wird diese ganze Zahl wirklich als Zahl interpretiert. Also, es ist einfach hier das Most Significant Bit und hier das Least Significant Bit. Die maximale Zahl, die wir haben können, ist hier 2 hoch 16. Also, wenn wir das aktivieren, ist es tatsächlich 2 hoch 16. Bei einem signed Integer, allerdings wäre das hier, das erste, das Most Significant Bit, die Anzeige, ob unsere Zahl negativ ist oder nicht. Das heißt, wir haben praktisch ein Vorzeichen. Das heißt, wenn wir das hier anhackeln, sehen wir auch, dass hier unten dieses Negativ-Bit 1 ist. Das liegt daran, dass das einfach das erste Bit der Zahl ist oder des Ergebnisses. Das heißt, diese arithmetisch-logische Einheit hier arbeitet mit signed Integers. Das heißt, also signed, warum sage ich immer Integers? Signed Numbers. Das bedeutet aber auch, dass wir nur die Hälfte der Zahlen verwenden können. Logisch, weil das erste Bit ja wegfällt, weil es nur zur Repräsentation von positiv und negativ da ist. Gut, und jetzt kommen wir wieder hierauf zurück. Das hier wäre negativ 101 0101, was auch immer diese Zahl ist, sein mag. Und das hier, positiv meine ich. Sorry, das wäre die positive Zahl. Und das hier wäre die negative Zahl mit einem 1er hier vorne. Wenn wir die jetzt arithmetisch nach rechts shiften, dann wird praktisch, das ist dasselbe eigentlich wie der vorige Shift, nur dass das erste Bit nicht hier mit verschoben wird, wie man erwarten würde, sondern das bleibt einfach dort, wo es ist. Das heißt, beim arithmetischen Shift wird das Most Significant Bit einfach nicht verändert. Es wird halt hier dann diese 0 eingeschoben und es wird aber trotzdem alles eins nach rechts geschiftet. Ja, das stimmt jetzt nicht ganz. Oh ja, doch, stimmt sogar. Ja, doch, das stimmt. Ja, es wird einfach dieses Bit dagelassen praktisch. Selber hier, wenn wir nach links shiften würden, würde auch dieses Most Significant Bit einfach in Ruhe gelassen werden praktisch. Ja, und dann gibt es noch zwei andere Funktionen. Das Rotate Left und Rotate Right. Rotate ist auch bekannt unter dem Namen Barrel Shift. So habe zumindest ich das erste Mal gehört. Ich musste zugegebenermaßen auch googeln, was jetzt ein Rotate ist, aber das Funktionsbetrieb ist eigentlich fast dasselbe wie bei einem logischen Shift, nur wir erinnern uns, dass hier, wenn wir einen Shift nach rechts machen, dieser Einser hier, der letzte, würde abgeschnitten werden. Das ist nicht der Fall, sondern er wird einfach nach links übertragen. Das heißt, also es wird alles nach rechts geschiftet und diese Zahl, was hier ist, es wird hier keine 0 eingeschoben, sondern diese Zahl hier hinten. Ja, so einfach ist es. Ja, ich glaube, das war es mal soweit zu den Operationen.
was es so gibt. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen schauen, wie das ganze Ding funktioniert. Sagen wir, wir wollen 2 plus 2 zusammenzählen. Dann hier alle Operationen 0 wissen wir, ist addieren und wir geben ein 2 plus 2, also 1, 0 und 1, 0 sind die jeweiligen binären Repräsentationen für 2 und 2. Dann bekommen wir hier 1, 0, 0, also 4 als Ergebnis. Wenn wir hier 3 plus 2 rechnen, bekommen wir 1, 0, 1, also 5. Gut, jetzt sagen wir, wir wollen 2 minus 1 rechnen. Dann müssen wir jetzt hier logischerweise 2 und 1 eingeben, aber nicht mehr alle Operationen 0, sondern alle Operationen 0, 0, 0, 1. Dann bekommen wir hier als Ergebnis das richtige Ergebnis, nämlich 1. Ja, das könnte man, wir können noch. Muss ich jetzt etwas rechnen? Ich glaube, das ist 4. Das wäre eigentlich Logical Shift Left suche ich nämlich, das wäre 16, 15, 14, 13. Ich glaube 11. Das heißt, wir hätten das hier. Nein, das hier. Aber es wäre, glaube ich, jetzt ein Shift nach links. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, na, dann müssen wir A ausfüllen. Wenn wir jetzt hier irgendwas reingeben, dann, ja, tut sich genau gar nichts. Ich habe offensichtlich, nein, nein, nein. Es muss hier beim B dann die Anzahl der Bits mitgegeben werden, die geshiftet werden soll. Das heißt, wenn wir jetzt hier 1 hingeben, dann wird einfach ein Bit nach links geshiftet. Sehen wir hier unten recht gut beim Result. Wenn wir es 2 shiften wollen oder 4, einfach ein paar können wir shiften. Ja, gut, das ist eigentlich alles, was diese ALU so kann. Wir sehen hier noch die ganzen Gatter. Das ist eben der Addierer, Subtrahierer, Multiplizierer, Dividierer, wo der Remainder rauskommt. Dann ein AND-Gate, OR-Gate, XOR, NAND, NOR, Inverter. Ich glaube, den habe ich vorher vergessen, das NOT-Gate. Dann den Le Left Shift, Right Shift, den arithmetischen Shift. Und die nach rechts und nach links rollenden. Ja, ich denke mal, das war es auch eigentlich schon zur ALU. Man kann natürlich viel größere ALUs noch machen oder natürlich auch kleinere, also das wäre 16 Bit in einem normalen Computer, entweder das Doppelte oder sogar das Vierfache davon drinnen, also je nachdem, ob 32 oder 64 Bit ALUs verwendet werden. Ja, ich denke mal, das war's ziemlich dazu. Mir bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit eurer ALU und auf Wiederhören.